Jede Quadratzahl ist gespiegelt zwangsläufiger Wurzel. Und jetzt weiß man eigentlich in der Mathematik, dass es bei einer Wurzel immer zwei Ergebnisse gibt, nämlich Plus und Minus. Das heißt, Wurzel 9 ist genau genommen mit zwei Ergebnissen, weil Minus mal Minus ja auch Plus ist. Jede normale Wurzel hat im Hintergrund, und das ist jetzt praktisch Wurzel 9, schreibt man normalerweise ist 3. Genau genommen ist es Plus minus 3. Hingeschrieben Plus 3 minus 3. Das gibt diese zwei Lösungsmöglichkeiten. Und diese zwei Lösungsmöglichkeiten sind eine Gedankenwelle, das heißt definitiv nichts. Jetzt pass auf, es gibt keine einzige raumzeitliche Berechnung, die du berechnen könntest ohne Quadrat, wo nicht Quadratzahlen oder Wurzeln vorkommen. Jede Geschwindigkeitsberechnung, jede Winkelraum, alles was du magst, geh mal gar nicht in die höheren Rechenarten dann rein mit Differentialgleichungen, die ja noch perverser sind, weil das, die erfordern mehr oder weniger eine Diffusion durch Null. Das heißt, diese ganzen raumzeitlichen Sachen von Newton, rein streng mathematisch sind die alle nicht erlaubt. Und das wird dann weggerechnet. Das ist ja selbst dann hier in der Physik, gibt es das übrigens, der Haramein sagt, das ist die Renormierung. Er spricht das ganz kurz an, dass man hier, dass das alles überhaupt funktioniert, müssen in der Physik, dann in der Quantenmechanik, müssen Zahlen renormiert werden, weil sonst ist das immer nichts. Ich habe da so eine schöne Karikatur immer im Hinterkopf, die habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Kann jetzt nicht so zeichnen, ihr denkt einfach einmal mit. Ihr denkt einfach einmal mit, ein Zimmer und ein Fenster. So wie gesagt, ich bin jetzt kein Karikatier. Und du siehst, im Hintergrund siehst du Hochhäuser. Das heißt, du bist in ein Hochhaus, irgendwie in ein Hochhaus. Und dann weht hier der Vorhang. Das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen, der Vorhang weht. Dann steht da ein Stuhl. Über den Stuhl hängt eine Jacke. Könnt ihr euch vorstellen, grob. Einfach eine Jacke. Dann ist eine Tafel da. Und auf dieser Tafel ist eine riesen Formel. Eine riesen Formel, die wird unten immer kleiner. Und unten steht dann ganz groß 0 dreimal unterstrichen Ausrufezeichen. Und jetzt, das Bild musst du auf dich wirken lassen. Diese riesen Formel, die immer kleiner wird und unten steht 0 dreimal unterstrichen Ausrufezeichen, ein Stuhl, wo eine Jacke hängt, das offene Fenster, du siehst es im Hochhaus und der Vorhang weg. Oh, yeah. Oh, yeah. Dass das nicht ist, muss man das renormieren. Es muss ja irgendwas sein. Das akzeptiert ja keiner. Das akzeptiert ja keiner. Und jetzt ist es, dass du praktisch schaust, es geht schon mit dem Ding los hier. 3 Quadrat, 4 Quadrat, 5 Quadrat. Das heißt, über das Spiel, das 3 kannst du nur so berechnen. Das heißt, jede D-Dreieck, ein D-Dreieck, ein geöffnetes Spiegeleck, kannst du nur über Quadratzahlen berechnen, weil die selber Quadratzahlen sind. Und sobald du eine Quadratzahl hast, hast du automatisch im Hintergrund eine Wurzel, und der Wurzel hat immer zwei Ergebnisse, und die wiederum, absolut hergesehen, löschen sich auf Null, weil alles nichts ist. Das ist das L. Und wenn du jetzt raumzeitliche Welt aufbaust, machst du das mit diesen Formeln und ignorierst die eine Seite und dann ziehst du die andere Seite. So mal ganz, ganz grob. Du merkst jetzt, dass jetzt, es geht wirklich nur, Andreas, wo ich sage, du musst das nicht merken, weil das wirklich sehr, und glaub mir, ich habe ganz hoch dotierte Mathematiker, die hier zum Blasen anfangen, wenn wir ins Detail gehen, eine meiner leichtesten Übungen. Aber wenn du neugierig bist, du erahnst immer mehr, wo es hingeht, und da gibt es nichts zu wissen, was du eh weißt, sondern dass einfach du bist Geist. Und du warst schon immer Geist, und das Loslassen zu glauben, du wurdest in der Vergangenheit geboren von deinen Eltern, es ist ein Konstrukt, das nur dein Wissen ist. Hättest du ein anderes Wissen, würdest du dir was anderes ausdenken. Darum geht's. Und jetzt kommen wir kurz zum Fraktal, dass wenn wir jetzt das aufblasen, pass auf, ich erkläre dir, was Fraktal ist. Wir machen einfach einen Punkt und den dehnen wir jetzt aus. Und dann wiederholen wir das. Wir sagen jetzt hin und her. Jetzt pass auf, wenn ich das ganz eng mache, ich mache das einmal so. Okay? Ist ja nach wie vor unser Punkt, ne? Ein langgezogener Punkt, wir ziehen den unheimlich lang. Wenn ich jetzt das mache und ich denke mir jetzt da einen Rand rum, dann haben wir doch eine Fläche. Okay? Obwohl es ja eigentlich nur ein Punkt ist, den ich spaghetti-mäßig immer wieder umkippen lasse. Das ist jetzt eine Fläche, das heißt, wir machen aus einem Punkt eine Fläche. Wir haben gesagt, der Fläche ist nur aufgeblasener Punkt. Aber jetzt ist natürlich interessant, jetzt kann ich das nächste machen. Das machen wir hier so. Jetzt kippen wir das auf einer höheren Ebene nochmal um. Aber ist ein Messer holen? Ja, das werden wir gerade noch hinbringen. Passt schon, wir wollen nichts Schönes bauen. Schau, wenn wir jetzt das kleiner machen, wenn ich jetzt das wieder mache, hier, schau. Wenn wir den jetzt durchlaufen lassen, haben wir ja so eine langgezogene Fläche, aber jetzt können wir die Fläche dann nochmal umkippen. Du
Du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will. Wir machen jetzt einen Film, ne? Es ist ein Faden, der sich wie ein roter Faden durchzieht. Das ist der Geist, das ist das L. Was jetzt wichtig ist, immer daran denken, dass ein Punkt ja ein eigentlich nicht denkbares Nichts ist und die Linie rein auch nichts ist, weil die ist ja noch unendlich dünn. Wenn wir jetzt hier diese Fläche machen, ist ja nichts, räumlich gesehen nichts, weil sie unendlich dünn ist. Und das wiederum gekippt ist ja unendlich mal unendlich dünn, ist immer noch unendlich dünn. Aber was jetzt der Gag ist, wenn ich jetzt das so mache, kann ich schon ungefähr, was ich merke, wenn ich es dann entfalte, kriege ich einen Film, dann kann ich einen Spiegeltunnel machen. Okay? Aber der ist imaginär. Das ist übrigens dann, dass dann das Licht zu quandeln anfängt. Das sind die Lichtquanten nach Quant, dass ich ja nur ein einziges Licht habe. Und wenn ich jetzt den klassischen Spiegeltunnel mache und ich schaue mir das an und ich sehe jetzt diese Vielheit, dass ich jetzt erst einmal glauben muss, wo breitet sich eigentlich diese Elektronen aus? Wenn ich eine Katze habe, breitet sich doch in die Lichtgeschwindigkeit Licht aus. Wo breitet sich das aus, wenn ich das zwischen zwei Stiegeln hinstelle? Tja. Interessant ist, wenn ich da reinschaue, dann sehe ich diese Ausbreitung, obwohl ich von oben sehe, ja was, das ist in einem Punkt. Was jetzt aber passiert, dass das je nach Abstand gequantelt wird. Und jetzt ist es, dass wir jetzt das anders machen, wenn wir jetzt diese Fläche machen mit dem Zettel, dass ich das jetzt mal ganz fraktal mache. Kann man Tee kochen oder? Du, das kannst du machen, aber ich bin jetzt so doll nass geschwitzt. Sollst du mir dann weghauen? Ah, schau her. Wir haben eine Linie durch Iterieren zu einer Fläche gemacht. Wohlgemerkt, das musst du jetzt vorstellen. Und diese Fläche wiederum, die mache ich jetzt fraktal und die zerbreche ich. Und jetzt sitzt du eine Kugel. Wobei das doch eine Fläche ist. Das nennt man Fraktal. Jetzt könnte ich dann hier eine Kugel machen und jetzt wieder die nächste Platte, eine nächste Kugel machen, dann habe ich so Raumzeiträume, die ineinander liegen. Die aber genau genommen alle nur flach sind, keinen Raum haben. Das ist nur aufgeblähte Illusion, wo du das dazwischen reinlegst. Ja, vielleicht kannst du, wenn ich das weglegst. Ja, du, jetzt wird es mir ziemlich heftig. Kamille oder Pfefferminz? Das ist doch was. Ja, haben wir noch aus, oder so? Ja, jetzt wird nicht, das passt schon. Jetzt war die bloß, jetzt wird es mal ein heftig. Ja. Machen wir denn mit der? Große Pause, würde ich sagen. Du, es ist immer wieder schön, das sind so Stellen, du kannst das beobachten. Ich zerbreche mir da nicht groß den Kopf drüber. Und da kann man immer wieder, jetzt, wenn du eine Logik hast, es soll ja alles was sagen. Es ist immer wieder, du kannst es nur vorleben, du kannst es sagen, oh, ich habe keine Lust, oder ich mache das. Wenn die da sind, das sind Sachen, wo ich mir als Udo jetzt überhaupt keinen Kopf zerbreche. Ich habe nur gemerkt, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, es wäre besser gewesen, wenn ich ab und zu mal Pause gemacht hätte. Das ist schon wieder zu glauben, dass du was falsch machen kannst. Du kannst genau. im Rücken, es gibt was Falsches. Ne? Ja. Hast du da einen Mangel geschickt? Das ist im Denken, die normal ist, normale Systemdenken ist immer wieder, wo du eine vorstellen, das muss ja so oder so sein, was schon dieses alles gesund oder so war, oder richtig oder verkehrt. Das sind Denkweisen, die ich wirklich nicht nachvollziehe. Ich lasse das fließen, wo die Maus auch halt im Mund, oder mache es nicht so. Ich selbst da mache mir keine Gedanken drüber. Wenn ich jetzt merke, dass alle nicht mehr aufnahmefähig sind, solange hier alle zuhören, dann höre ich schon auf. Das kriege ich dann schon mit. Was überhaupt kein Thema ist, was ich gar nicht mehr stelle, dass ich mit irgendeinem reden müsste, den das nicht interessiert, weil die tauchen erst gar nicht mehr auf. Ja. Und ich reiß mich auch nicht drum. Wie gesagt, darum ist es für mich überhaupt nicht. Ich werde nochmal müde, das zu erklären, aber ich selber reiß mich eigentlich nicht drum. Das sind ja Stellen, das ist natürlich jetzt hier für mich, wo ich immer wieder sage, das ist relativ mühselig, weil das sind Sachen, die ich tausendmal nach wie vor erkläre. Und ich weiß, das Höhere, ihr merkt es ja, das geht nicht anders. Wenn ich den Eindruck hätte, wenn das nicht wichtig wäre, dass ihr es abgehakt hättet, dass ihr es verstanden hättet, nicht nur in Ansätzen begriffen, dann müsste ich das nicht wiederholen. Und dann gäbe es viel interessantere Sachen, wo ich dann als Udo sage, das würde mich jetzt auch wieder mehr interessieren. Verstehst du, wo ich dann mehr Spaß habe, aber weil das ist ja Kinderkack. Das ist wie hier stundenlang den Kindern beibringen, wie man A-Zeichen mit auf der Schiefertafel. Ist dir jetzt kalt oder ist dir jetzt... Nein, jetzt schwitzig. Jetzt bin ich schwitzig.
Schwiebrig schwitzig. Ich habe hier Feuer unter den Dingern gemacht, weil da ist die Heizung da. Ach so, das ist das Problem. Na, du, deswegen. Nein, so ganz eben. Du bist der Verrückte. Ich bin jetzt glitschnach. Wie heißt das jetzt? Nee, ist nicht so warm. Du heizt unseren Meister ein. Nein, das ist ein bisschen nicht sein. Weil ich eben einfach. Ich habe hier Feuer unter den Ich habe mich gestern Abend auch da hier. Ja. Im Schweiß gesessen hier so. Aber das hat mir gerade das was mit unserer Heizung zu tun. Ach ja. Ja, dann. Wirklich überhaupt, also warum zeitlich gesprochen, dass du so lange sprechen kannst, nachdem wir jetzt zwei Wochen lang so gut wie fit. Ja, das war ja nicht, ich habe ja nur gesprochen, obwohl ich, das war jetzt 3-4 Tage, ich war, wie gesagt, in Österreich vorher und dann ist ja laufen, gestern auch. Gestern schaltet man mir das Telefon, gestern war das, gestern, nicht dann am Telefon welche gehabt und dann klingelt's. Boah, ich denke mir jetzt, ich muss mein Stimmchen schonen, die Almen oder die kommen und dann klingelt es am Telefon und an der Haustür und dann mache ich auf und dann kommen 4 Mann oder 5 Mann unangemeldet, habe ich noch nie gesehen, irgendwie auch vom Verteiler. Ich habe ihn nochmal gar nicht so mitgekriegt, weil nur wenn braunig war und die wollten mich um, die hat mich dann mit großen Augen angeschaut, die war sowas von begeistert. Und dann, was erklärst du dann immer wieder, was ich sage? Dann kann ich es nicht wegschicken. Was, das kann ich nicht. Und dann setze ich die auch und habe die Nummer 3 Stunden, dann war ich schon ziemlich am Ende. Dann kommt mein BC noch, mein Heulsusen-BC und dann denke ich mir, na, aber das selbst, du kannst dich nur hingeben. Das ist immer wieder so eine Sache. Also ich suche es wirklich nicht raus. Ich ziehe mich zurück, wo es geht. Und dann sage ich immer wieder, jetzt ist so ironische Sache, lieber Gott, wenn du deinen Sohn wirklich lieberst, dann machen wir berühmt, weil da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Das ist die leere Geschichte, das sind alles die Selbstdarsteller, die meinen Welt retten zu wollen. Du merkst ja, was ich dir erkläre, ist im Widerspruch dazu. Darum habe ich ja keine Internetseite. Ich habe noch nie eine Internetseite gehabt. Ich habe ja noch niemals in irgendeinem Forum oder irgendwo als Udo meinen Senf dazugeben, was wir uns jetzt ausdenken. Weil es wird genau in einem Widerspruch stehen zu dem, was ich euch sage. Und die Seiten, die es gibt, die natürlich sich das auch nicht raussuchen können, das ist jetzt eine andere Ebene. Das ist auch nicht, dass die was verkehrt machen. Aber ich sage jetzt rein, als Einzelwesen, als Geist, wirst du, wenn überhaupt, dann immer wieder Menschen was tun lassen, also was ja hier Arbeiter sind, die Engel, und selber hältst du dich raus. Ach ja. Aber was zum Wechseln? Ja, das ist schon gut. Ich bin jetzt ja, das habe ich eben gedacht, weil ich kann ja eben... Wenn ich ein Hemd in der Größe gehabt hätte, hätte ich jetzt dir längst Warte, Engel. Das ist eh gleich wieder durchschwitzt, also ja, muss man es jetzt doch nicht verrückt machen. Die Hand ist schon. Ja, man könnte es auch mal trocknen lassen, aber ich habe jetzt. Ja, du lass ja, wir sehen. Wie sind wir in der Zeit heute schon? Wie sind wir in der Zeit heute schon? Das lasse ich jetzt eher, wenn du. Ich weiß nicht, bestimmt keine Ahnung. 6 Uhr. 6 Uhr. Naja, das sehe ich schon. Wann sind wir gekommen? 10. Naja, es passt so, habe ich, dann habe ich ja schon 2 gute Kinofilme hinter mir, oder? Vielleicht die Schwäche, ich bin nicht mehr der Jüngste, komm mal in mein Alter. Nicht steht drin, ich habe keine Jacke nicht mitgenommen, weißt du? Normalerweise. Ja, dann lässt das an. Das sieht gut aus. Naja, eigentlich müsste was. Ja, das ja, ist ja, ich auch. Ja, ich habe verstanden. Na, das passt schon, es wird dann eh gleich wieder nass. Also, das macht dann nichts. Ja, weil momentan bin ich vorhin raus nass. Das Hemd aus, du hältst es. Genau, was richtig ja. Jetzt badezimmer abtrocknen, ja, genau. Frisches Hemd. So würde ich es jetzt meinen. Jetzt habt ihr mich total ausgesucht. Ihr seid schuld, ihr seid schuld. Du bist schuld. Das will ich aber, das ist das Mindeste. Ja, schlechtes Gewissen haben, ne? Das ist das Mindeste. Ja, dass ihr euch ein schlechtes Gewissen jetzt macht. Echtes. Ein Schinnlicht echtes. Du bist reingekommen und hast gedacht, ich hab gesagt, ich bin total sauer auf euch. Was ziehst du aus und ziehst es an, das passt dir garantiert. Aber mal erst ein Handtuch. Ja, gut. Ja. So geht das ja nicht. Er ist trocken. Oh, das ist so. Andreas ist da gerade. Du kannst das dann mit dem Hemd abtrocknen. Das war nicht gerade Sport, mit dem Hemd abtrocknen. Das ist ja jetzt, warte doch. Warte doch ab. Andreas ist auf Pferd. Warte halt mal, jetzt hol dir an.
Ja, das ist schön. Handtücher, erst ein Handtuch. Andreas bringt mein sauberes Handtuch mit von da. Ja. Wir machen einen Aufstand hier. Bitte, aber doch, die Tür zu, damit es so ist. Ja, einfach ein trockenes Handtuch. Unter den Handtücher. Der sieht doch sauber an. Mehr wie ich. Ich nehme das was eben auf. Ich muss gucken. Mehr wie ich. Ja, das trocknet, glaube ich. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Habe ich schon da auch Musik mitgemacht. Was ich hier in Haramain zum Beispiel, so mühselig das ist, was jetzt für mich sie hat, wo die dann kommen hier mit den Seps und sagen, oh, die Inge, bin ich in Österreich, die Inge, wo ich war. Ich war in Überlingen kurz unten bei der Inge und dann sagt die mit den Jahren und dann sagt die, Mensch, den Film haben wir zwar angeschaut, aber ich habe die Kassette geholt, schaust du den nochmal mit an? Weil der und der gesagt hat, die hat den mit denen gesehen und dass das so toll war, dass du dann nochmal Sachen mitkriegst, dann war der Jan wieder, Ariane, die hat gesagt, der hat den Film schon zweimal gesehen, aber weil die Inge den unbedingt nochmal sehen wollte, natürlich, du 5 Stunden oder was. Ja. Dann erkläre ich den Film Exceptions, gut, die Woche drauf oder kurz drauf war ich auf Österreich, die, oh, und die Inge hat mir gesagt, die hat Exceptions angeschaut und dass das so klasse war mit dir, schaust du denn mit mir nicht nochmal, mir läuft schon zu dir mal drauf, ich kann es nochmal sehen. Weißt du, das ist immer, aber es ist für jeden das erste Mal, es ist für jeden das erste Mal, weil wirklich, wenn dann, weil ich halte dann immer an und der Haramain, der ist noch viel interessanter, jetzt auf einer ganz anderen Art und Weise. Weil der, wenn du physikalisch, und dann wird es gut, das Spaßige noch, wo dann, also wie gesagt, die Pyramiden durchgeht, dann geht er Mexiko die Pyramiden, dann ist er dann in China und überall auf den ganzen Figuren siehst du dann genau das, du kannst dich noch erinnern, aber die Hälfte hast du nicht angeschaut, ne? Da ist dann genau dieses Raster, dann die Kongreise, immer wieder das Raster, dieses mathematisch, was da konstruiert wird aus diesen Pyramiden. Das überall, in ganzen Kulturen, überall findest du in den Pyramiden, ist überall dieses Duftsiegel drauf. Du weißt doch, Gott ist ein genialer Hund, habe ich gesagt, Duftmarken. Und dann haben wir hier, was ja das total spaßige ist, irgendwo so ein Teleskop in Amerika, total streng bewacht, wo die Forschungen machen und wo sie diese Sonde, wo ja markiert war mit diesem Code für Außerirdische, hast bestimmt schon mal gehört hier, wo die Erdmenschen und die DNS und bla 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 und Wasserstoff, Kohlenstoff zahlen, wo sie hochgeschickt haben, also streng bewacht mit Kameras, der zeigt es, dieses Observatorium ist jetzt so hier mit Kameras hoch bewacht und genau wo die das hochschicken, und auch drauf in der Zeitung Luftaufnahme, ist der Kongress genau mit diesen, die Antwort, zweimal, 2 Tage hintereinander. Das Interessante ist, sagt er, in den ganzen amerikanischen Medien ist das so gut wie nicht erwähnt worden. In 2 kleinen Tag, in Zeitungen, die in einer kleinen Ortschaft, das ist irgendwo ganz außerhalb, in der Tageszeitung, die haben berichtet, es wurde komplett von der ganzen amerikanischen Presse ignoriert. Was natürlich interessant ist, dass das Riesenkongreise sind, was die vermitteln, ist in die Kongreise drin gewesen. Wo er so lachen musste, wo dann ein paar Mal zurückgreift. Und was meint ihr, was in Dorf drauf wie ein Kongreis auftaucht ist? Es gibt ja so Kongreisgemeinde im Internet. Jetzt ist immer wieder Vorsicht, wir denken raumzeitlich. Vorsicht, wir denken raumzeitlich. Das ist das Interesse, wo du hast, fokussierst du dich auf ganz gewisse Adressen unbewusst. Das sind Zeichen, wo ich dann sage. Dass also, das immer täglich schaut, wo Kongreise, da gibt es irgendwo im Internet, wenn du suchst, wo Kongreise so und so viel, die wurde das und das, wo er immer nachblättert, wie so wie im Tarotkarten oder in der Astrologie. Und dass also hier, wie gesagt, die Kongreise, dass das voll synchron läuft, jetzt sagt er noch, wie kann es das geben? Das ist, ihr kennt dann die Aufnahmen, das ist voll mit Kameras überwacht, dass eine hier 50 Meter neben einen Kongreis reinhauen, der so präzise ist, dass du wirklich aus dem Stegreif, wo die immer sagen, mit niedertrampeln, könntest du das, weil das so komplexes Muster war, das könntest du gar nicht machen. Also das wäre eine geometrische Planung mit Abstecken nötig und die machen das hier 100 Meter neben diesen Hochbewachten, das ganz freistehende, wo Wachleute rumlaufen, mit Kameras alles überwacht. Und wie gesagt, keine amerikanischen Sachen. Und das ist natürlich zwangsläufig. Jetzt kommt der Haramain auch Außerirdische, die Meister. Und das ist, weil der Materialismus will nicht loslassen von seinem raumzeitigen Denken. Und ihr wisst, ich sage immer ganz einfach, was sind eigentlich Außerirdische? Außerirdische sind Wesen, die vom Himmel kommen. In der Bibel nennt man das Engel. Das ist nur 2 Religionen, die vom selben sprechen, nur aus einer materialistischen Sicht und aus einer religiösen Sicht. Im Prinzip ist es selber. Die kommen übrigens mit U-Boss. U-Boss. Stimmt.
Das ist gut. Ja. Ja. Hast du mich verstanden? Pass auf, F ist B im Hebräischen. P gibt es zwei, es gibt nur das Zeichen P. Okay? Und jetzt ist es aussprachetechnisch. Wenn du da einen Punkt reinsetzt, ist es ein P. Und wenn du keinen Punkt hast, jetzt, wobei im Originalbibel ist diese Vokalisation nicht drin, dann ist es, du kennst doch das P und das PH. Und das PH ist ein F. Das heißt, im Hebräischen ist das F und das P dasselbe Zeichen. Und wenn du ein UPO schreibst, ist es ein UFO. Jetzt hast du verstanden. Und das F ist dann die Kopfgedanken und das P sind die Das ist immer, ich sage immer, das Einfachste ist erst einmal, dass wenn du ein P hast, ist ein Wissen, das du wahrnimmst. Ein Wissen, das du wahrnimmst, ist ein BH. Und dieses BH ist eine Facette. Und in dem Wort Facette hast du das Face schon mit drin. Face, wenn wir das aufschreiben, TT. Das ist ein Face, okay? Und jetzt ist natürlich beim Face ist es so, dass wenn wir jetzt machen, dem Menschen wurde der Otem eingeblasen. Das ist Neshem. Neshem ist Atmen. Nashim sind die Frauen. En-Shin, immer dran denken, En-Shin ist eine existierende Logik, das heißt dem Enosh, Anosh, Enosh, Anosh, wie man es aussprechen, bleibt sich gleich. Und jetzt ist es also so, dass das Wort Licht im Hebräischen, Or, schreibt sich Aleph Waf Resh, und das Wort für Luft schreibt sich Aleph Waf Jod Resh, das ist dasselbe Wort. In der Luft ist bloß nochmal ein Jod mit drin. Okay? Du musst wissen, dass die Symbolik von Licht und Luft eigentlich gleich ist. Das siehst du zum Beispiel beim Sehen Rea. Rea ist Sehen und hast aber auch Lunge. Ihr wisst, meine Vorstellungen, Spiegelungen, Darstellungen, da wird niemand dann auf die Idee kommen, was hat eigentlich die Lunge mit Sehen zu tun? Und dann schaust du das hebräische Wort für Sehen und Lunge ist eine und dieselbe Zeichenkette. Weil Vorstellungen, Spiegelungen, und jetzt kommen wir wieder mit unseren Einatmen und Ausatmen, dass natürlich, wenn ich dieses Who is the sky, ist das Problem, dass ich irgendwie einen denke, der wo was aufbläst, und der, jetzt wenn wir ein Spiel machen, ist es ein Wechselspiel. Wir denken nochmal raumzeitlich, in dem Moment, wo der was aufbläst, wird seine Lunge kleiner, dann bläst er das aus und dann bläht sich das Augen aus und wenn das wieder zusammenfällt, nimmt das wieder auf, wird die Lunge wieder größer. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, dass du dir den wegdenkst, weil das ja L ist. Okay? Und jetzt passiert was Eigenartiges, dass du hier zwei Möglichkeiten hast. Das fällt alles in L zusammen. Okay? Und wenn was aufgeht, die Lunge, wenn sich aufbläht, da wird nichts nach außen geblasen, sondern jetzt hast du deine Vorstellung in dir. Das heißt, L dehnt sich aus, du denkst dir ein Universum um dich herum aus. Und das ist jetzt im Buddhismus, jeder Atemzug wird ausgeatmet, wird eingeatmet. Denk an dieses schöne, an Suizid von Klein und Wager von Hesse. Noch in Almena, wo ich vorgespielt habe. Das ist übrigens hochinteressant, wenn man das nochmal anhört, jetzt nach einem längeren Zeitraum, wo er dann hier das Boot losmacht, auf das See hinausfährt und sich einfach reingleiten lassen. Genau. Keine Angst haben, loslassen. Alle Angst ist weg, alle Sorgen, alles ist weg. Einfach fallen lassen. Und dann kommt plötzlich das Gesicht in ihm auftauchen, er als junger Mann, er als Fratze. Und dann kommen die ganzen Geschichten. Und alles war er, weil es keine Zeit gibt. Das ist das Geheimnis, es taucht alles in dir auf. Das ist jetzt wieder mystische Texte. Und jetzt kann man sagen, Mensch, der Hesse war genial. Nein, der den Hesse ausdenkt, ist genial und das bist erst einmal du. Du musst erst einmal die Demut haben, deine eigene Genialität zu begreifen, dass du die Quelle von allem bist, was du dir ausdenkst. Aber erst in Form eines Pinsels. Aber das ist schon der erste Schritt, dem Bewusstsein, ich denke es mir aus. Aber da ich mir das nicht aussuchen kann, was ich mir ausdenke, aber mir bewusst wird, wie göttlich das ist, wird mich hier das, was mich denken lässt, mehr interessieren, wie das, was ich denke. Das ist der Weg, führt nach innen. Und den kannst du bloß ganz alleine gehen, kannst du wachsen. Und dann trennst du dich immer mehr, nabelst du dich immer mehr von der Welt ab. Und sie sich von dir, gell? Das ist immer, ich versuche seit Ewigkeiten, es wird immer schlimmer. Es geht schon. Nee, das ist wirklich so lächerlich. Du wirst immer wieder merken, die Qualität zeigt sich nicht durch Masse. Wenn du das meinst, das ist wieder materialistisches Denken, dann geh einfach mal, gib in Google ein die besten und die meistgesuchten Begriffe auf Google. Gibt es ja Tabellen drüber, die meisten Suchbegriffe auf Google, also die jetzt vor 2010 weiß ich nicht, aber die vor 2009 habe ich noch im Kopf. Was war 2009 der meistgesuchteste Begriff in Google, was am meisten eingegeben wurde? Was schätzt ihr? Ich weiß es. 2009 weiß ich oder 2010 war das. Also jetzt den aktuellen weiß ich nicht. Das ist jetzt kein Witz. Offiziell Google. Könnt ihr die in der Rankingliste von Google nachschauen, was am meisten gesucht wurde?
Lieber Znie, kommt ihr nie drauf? Kommt ihr nie drauf? Mein Gott. Schätze mal, was schätzen, was am meisten eingegeben wurde für Leute als Suchbegriff? Mit Abstand, wer am meisten. Oder Boris Hilden. Zweiter Platz, zweiter Platz. Boris Hilden, der meistgesuchteste Begriff war Boris Hilden, gefolgt von Britney Spears. Und dann kommen wir noch, die nächsten 15 Ränge liegen auf derselben Qualitätsstufe. Kein Witz, kein Witz, ihr könnt bei Google nachschauen. Das ist einmal der Horizont der Kindergartenkinder, das ist wie diese Verzerrung, wo ich dann immer wieder so eine Wählerstimme, das ist alles so unendlich dehnbar. Das ist wie in Duisburg, wo ich in Duisburg war, das mit der Love Parade, wo die zu Tode getrampelt wurden, wenn du euch hier und jetzt reaktiviert mit diesen Riesengesprächen. Schuld, wer ist schuld? Die Schuld. Und irgendeiner muss die Verantwortung übernehmen, der Oberbürgermeister oder der Veranstalter oder sonst was. Und ich sage, sind das, ich schüttel dann den Kopf als normaler Mensch natürlich, als höheres Wesen nicht, weil ich denke es mir ja ausbewusst. Ich mache jetzt das ironisch, wenn du selber denkst, pass auf, ich stelle dir mal eine ganz einfache Frage. Wenn du in einer U-Bahn-Station bist, okay, und da liegt jetzt ein älterer Mann am Boden und da treten ein paar Junge drauf, was berichten über die Zeitung? Wenn da ein älterer Mann am Boden liegt und der wird einfach drauf rumgetrampelt, das sind Verbrecher. Pass auf, wenn du in einem Tunneluntergang liegst, am Boden liegst und irgendwelche junge, hysterische Menschen treten auf dir rum, dass die vielleicht selber schuld sein könnten, ist nicht in erster Linie, wenn irgendjemand von jemandem totgetreten wird, ist nicht der schuld, der ihn tottritt? Du, wir reden von erwachsenen Menschen, wir reden von zivilisierten Menschen. Dann wird plötzlich hier die Massenhysterie. Massenhysterie, man nennt es Steampunk, die Amerikaner, wenn die Rinderherden durchgehen, das sind Tiere. Es sind einfach nur geistlose Tiere in ihrer Gier, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da ist was los. Und dann geht hier, da ist kein Geist. Also spreche ich die jetzt wieder frei, aber wenn ich doch sage, dass das Menschen sind, das sind ja keine, das sind ja Menschen. Jetzt frage ich dich, was ist der Grund, wenn ich da stehe, an tot zu trammeln, weil die schieben, was ist die Ursache? Alles schiebt. Das ist immer in der Masse. Die Masse gibst du dem Verstand ab, egal ob das eine politische Kundgebung ist, ob das ein Fußballverein ist, ob das Hooligans sind, wo ich euch ja in Almena, wo ich gesagt habe, geh mal in ein großes Fußballstadion, wenn gespielt wird, hast du zwei Parteien und dann ist ein und derselbe Film, der läuft aus verschiedenen Perspektiven. Und wir machen jetzt irgend so eine kleine Kugel, die fällt in eins dieser beiden viereckigen Tore. Und was ganz entscheidend ist, in welche Seite das reinfällt. Und du wirst synchron. Wir denken uns ein Stadion mit 60.000 Mann, wo die Fans 50-50 verteilt sind. Und dann wirst du feststellen, wir beobachten nur, dass in dem Moment, wo die Kugel reinfällt, springt die Tor, Tor! Und im selben Moment fällt die andere Hälfte. Oh. Voller Mechanismus, reine Reaktionsautomatismen auf Bilder in 20 Sekunden. Ist es so oder ist es ja? Und jetzt sage ich euch, ist euer Leben nicht interessant? Jede Kleinigkeit, wenn ihr mit Geist, mit einem neugierigen Kindergeist schaut, was ihr alles erfahrt und sehen könnt, wenn ihr nicht nur stur dieses Spiel mitspielt, sondern mit einem gewissen Abstand, immer, was soll mir das sagen? Wie funktioniert das? Wie funktionieren die Tierchen? Wie funktioniert der Charakter? Was hat der für einen Charakter? Dass du hier in Politiker, wenn du reingehst, die politischen Diskussionen, mal ganz wertfrei, ich bin ganz unpolitisch, dass du mal wirklich hinhörst, gut, mittlerweile weiß jeder, dass die fast nichts sagen. Aber wenn du mal rein, pass auf, wir gehen jetzt einmal, das Merkel allen voran, das ist so, nicht sagen, zu reden, ohne was zu sagen, aber auf das will ich gar nicht hinaus, was noch viel interessanter ist, wenn sie überhaupt was sagen, dass du sagst, was ist eigentlich, wenn ich rein jetzt von dem, was ich an Politik im Fernsehen sehen kann, was wird besprochen über konkrete Problemlösungen? Nein, es werden Probleme in den Raum gestellt und es geht zu 95% der Zeit, wo geredet wird, nur um Wählerstimmen und Partei und nochmal Wählerstimmen, wir müssen das, du hörst, jetzt müssen wir das umsortieren und wir müssen, der muss weg, weil der bei der Masse, was können wir tun, dass wir nicht noch mehr Leser, noch mehr Wähler verlieren? Es ist das Einzige, zu weit über 90% der Redezeit geht es, wenn es überhaupt was geht, nicht um irgendwas, das wird am Rande angesprochen, sondern die Partei, was macht die Merkel? Da wird sie über Stimmen verlieren, wenn die Wahlen verlieren da und die Partei und Stimmen verlieren und wie mir da und die Partei ist abgesoffen. Zu 90% geht bloß wie die absaufen und wie die sich hin und her schwanken. Das ist Politik und mehr geht's nicht.
Und jetzt ist der ist genial, was das anbelangt, wobei ich da, was ich da immer wieder sage, das ist gerade dieses Politkabarett. Das Politkabarett kann unheimlich interessant sein, jetzt gerade im Bispers, wo wir mit reinmachen, was natürlich immer wieder im Hintergrund haben, was an dem Bispers interessant ist, und jetzt kritisiere ich nicht, ich habe die ja gemacht, sondern was die auffallen sollte, das Schöne, das Positive ist das einmal, dass er eigentlich im Großen und Ganzen, wenn du mehrere Programme von ihm anschaust, politisch, er haut jeden rein. Mhm. Ist jetzt nicht, es gibt ja Kabarettisten, die ganz gezielt auf Rot gehen oder auf das gehen. Ja. Und da wirst du merken, wenn du mehr siehst, der hat, weil sind ja alle gleich doof, in den Sack rein und drauf und du triffst immer den richtigen, wie man sagt. Auch das macht er, da ist er sehr ausgewogen, wo es gerade passt. Aber was halt immer noch die Falle ist, ist diese materialistische Moral von Gutmensch, von das materielle Weltbild wird überhaupt nicht angegriffen, nirgends. Mhm. Und den ganzen, das ist aber das eigentliche Problem, was du erkennen musst. Mhm. Das ist einmal das Erste und das kannst nur du machen. Und da ist es immer wieder die Schatten, die du wirst, solange das auftaucht, es ist wie mit einem Witz. Das kehrt sich um. Das heißt, du regst dich auf, solange du ein Moralist bist, dann kommst du in das Solo-Feeling-Denken und vervollkommnest dein Wertesystem, dann wirst du drüber schmunzeln. Es wird wirklich lustig, wenn diese Kreaturen zu beobachten. Und wenn du dann einen Mechanismus, Erbärmlichkeit, kann ich auch einmal sagen, jetzt nicht negativ meint, durchschaut hast, dann ist wie mit einem Witz, den du immer hörst. Dann schmunzelst du vielleicht noch und wenn er dich langweilt, dann wirst du feststellen, wird er nochmal auftauchen. Solange du dich aufregst, wird er permanent wiederholt, solange du noch lachst, wird er auch noch wiederholt, weil du ja noch in irgendeiner Form reagierst. Und wenn es dir total gleichgültig wird, wirst du das so gut wie überhaupt nicht mehr zu sehen bekommen. Das ist das, was ist. Also kannst du nur dich auch selber beobachten und kriegst nichts los durch nicht haben wollen. Das haben wir gerade schon gesagt. Das, was eigentlich der große Trick ist, und jetzt kommen wir, das ist eine, was viele missachten, im Judentum, jetzt als Menapher, als Geschichte, da heißt es, wenn du von morgens bis abends die Tora studierst, werde ich der Tod nicht finden und es ist eben noch genug da. Dasselbe behaupten die Sufis bloß mit dem Koran. Und die Weisheit besteht eigentlich schlichtweg darin, wenn dich im tiefsten Innern was interessiert, meinetwegen, wie das mit der Tora funktioniert, und du setzt dich hin und du studierst, wie jetzt mein Toni, wo ich sage, du studierst von morgens bis abends Hebräisch über der, ohne was zu wollen, nur den Zusammenhang, was soll das sagen? Und du machst dich sonst vollkommen frei von dem weltlichen Wissen und Interessen. Dann wirst du feststellen, dass du gnadenlos inspiriert wirst, dann hast du den Lehrer, das immer wieder, wo dann hast du meinen Menschensohn, in Ich Bin, du hast dann an der Stelle, mein Menschensohn hatte den besten Lehrer überhaupt, nämlich sich selber in sich. Kein irgendwie von außen, kein Nachplappern, reiner Autodidakt und das, was mir einfällt, nur auf mich verlassen. Und dann kriegst du die Inspiration und durch dieses Verlagern, es ist ja in deinem Bewusstsein nur das, was für dich von in der Esse ist, innere Sein. Das heißt, wenn du losgelassen hast, dass du dich über was nichts mehr negativ auflegst und auch nicht mehr drüber freust, sondern dass es dir einfach gleichgültig ist, wird es dann nicht auftauchen. Und solange du noch was über nachgrübelst, ein Problem loszukriegen, ich habe euch einen ganz einfachen Satz gesagt, schon immer, in allem Männer, versuch niemals ein Problem zu lösen, sondern löse dich vom Problem, wenn das so einfach wäre. Weil wenn du dich vom Problem löst, ist das Problem weg. Weil sobald du nicht mehr dran denkst, ist es weg. Solange du das lösen willst, erhältst du es am Leben. Und du lässt keine Wunder zu. Ja, du lässt keine Wunder zu, das ist immer, du musst Wunder vorbereiten und das ist das einmal nicht indem du willst, sondern indem du einverstanden bist und dann gehen die Wunder, die kleinen Wunder los mit Zufällen, dann wirst du merken, wie du vom Hundertsten ins Tausendste kommst, wenn du dich, dann wirst du immer mehr akzeptieren, dass es in dir denkt und nicht bestimmen wollen. Das Karma überwinden hast, umso mehr du begreifst, dass du noch nie derjenige warst, der gedacht hat. Und ich kriege da ein schönes Filmeinspieler über das Ego. Selbstgespräch, blaues Selbstgespräch des Egos. Jetzt sind im Neuen, das habe ich gerade schon gemacht, aber ich gerade am Schreiben. Das ist schon fertig. Wenn man sich permanent hier, wenn man sich beobachtet, was für ein Geschwätz das man hat. Ich will mal langsam das Internet nicht los, dann kommen immer die Filme nicht anschauen.
Ich sage, ich werde mein langsames Internet nicht los und kann mir immer du, ich den Film nicht anschauen. Ich kenne das doch anschauen schon, du musst sie halt laden, es dauert halt länger. Die laufen halt nicht fließend. Was hast du denn für einen Anschluss? Einen Telefonanschluss. Analog? Ah, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich habe so lang analog gehabt, wo alle schon hier analog und dann war immer, dann habe ich die ersten Filme, bringt mir irgendeiner gerippte Kinofilme, bringt immer. Soll ich das lade ich aus dem Internet raus, gerippt. Dann sage ich hier, wie machst du das, die Adresse? Und dann gibt er mir die Adresse, ich mit einem analogen Anschluss. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du mir jetzt einen gerippten Film zeigst, wenn ich den rauslade, der kommt im Fernsehen, bis ich den drauf habe. Und der ist schon wieder durch. Der ist, den kannst du in der Videothek, wenn im Kino jetzt anläuft und du rippst den, bis ich den runtergeladen habe, kommt der im Fernsehen. Ja. Na, das geht überhaupt nicht, Andreas. Nee, da hast du keine Chance. Aber können Sie recht sonst tun? Immer wieder. Wir haben auch kein Handy-Empfang. Bist du so? Dann soll es nicht sein. Und ich muss immer wieder sagen, meine Elge, wo ich war, die kriegt das. Die Elge kriegt also die irgendwie von an die Kopie, die hat überhaupt kein Internet, also nicht einmal analog. Und die kriegt, die lässt halt ausdrucken zumindest. Und die hatte so eine Freude dran, ich sage immer, was du erst erfreut hätte, wenn du das sehen würdest. Wobei, wenn man es nicht hat, soll es nicht sein. Das ist auch ein Akt von Demut. Und da muss ich jetzt nicht hier, würde ich nie sagen, du musst da schauen und das ist wichtig, alles Krampf. Wichtig ist das, was jetzt da ist. Zeig mir lieber die Demut, weil ob du die Filme siehst oder nicht, das verändert nichts an dem, was ich dir jetzt erklärt habe. Dass wir alles haben wollen, wenn man so zufrieden ist. Ich muss euch immer ganz ehrlich sagen, also jetzt rein der Mensch Udo, das reine Internet, ich würde es überhaupt nicht brauchen für mich. Weil es ist nur was Witz, wenn du irgendwas das machst, es ist dafür. Ich benutze das Internet nur, um euch die Updates zu schicken. Also jetzt rein das klassische Internet surfen oder tun oder machen, selbst dazu, wenn ich jetzt sagen könnte, jetzt wüsste ich als Udo die schöne Filmadresse, wo ich dir gegeben habe, die hat er gut an, gell, ist schon Geheimtipp gewesen. Die ist gut. Ja? Aber das, ich schaue mir überhaupt keine an, das ist ein, zwei, das ist wirklich, weil ich da immer wieder die Wahl, wenn ich habe, das ist so Zeit, es fließt davon und wenn ich jetzt selbst als normaler Udo reden will. Und das sind natürlich die, wo ich dir zum Beispiel ganz toll der Film Ball. Sehr meditativ, Ball, Honig, hast du auf Türkisch Honig. Nur B-A-L, in Gott, heißt Honig. Und das ist jetzt wieder so ein Film, da wo ganz wenig gesprochen wird, der so gnadenlos tief ist, wo sich die Masse, was sehr unerträglich ist auf dieser Filmseite, hast du die Kommentare schon mal? Oh ja, ist das nicht, das tut schon fast weh, ne? Also selbst wenn man hat gesagt, dieses Leere, das ist genau diese Internetgesellschaft, ganz hohles, undisqualifiziertes Geschwätz, Schwätzens um des Schwätzens willen. Was ich zum Beispiel noch nie, was du jetzt auch kennst, wenn du kein Internet hast, den Namen, wo du ja gar nicht vorbeikommst, wenn du irgendeine Zeitung aufschlägst oder im Fernsehen einschaltest, ist Facebook. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe die Seite noch nicht ein einziges Mal aufgerufen, auch Twitter. Ja, was passiert denn? Was heißt das? Das ist das, du, da bist du ganz out. Ich könnte jetzt schon grob sagen, was das ist, weil das nur Kinderkacke-Geschwätz ist. Und alle Politiker, durch die Bank, alle Stars, wenn du auf Facebook kein, wenn du da mitholen willst bei deinen Wählerstimmen, bei deinen Fans, dann musst du da drin sein. Und das ist so Kinderkacke. Es ist, wie gesagt, eine Entmündigung des Geistes. Und wenn ich immer schaue, ich muss immer so schmunzeln. Und wie gesagt, das sind ja die Tierchen, die ich jetzt bewusst ausdenke. Dass du musst mal in der Fußgängerzone nur, die sind überhaupt nicht da. Mhm. Die sind überhaupt nicht, das ist nur noch, und nimm mal das Handy weg, dann nimmst du in das Leben. Mhm, genau. Dass du merkst, immer mehr sind KIs. Mhm. Das ist die primitivste Form von KI. Und du musst irgendwann als Geist begreifen, ich bin der, der das jetzt träumt und ich muss meinen Figuren im Traum nichts vorwerfen, sondern ich muss ja einfach durchschauen und mein Kreuzchen machen, dass ich umblättern kann. Und solange ich mich noch darüber aufrege oder das verändern will, blätter ich nicht um und dann bleibe ich an diesem Problem hängen. Das ist jetzt, ich muss, das innerlich soll ich mein Gleichgewicht gefunden haben, meinen Frieden gefunden haben gegenüber dem. Und da ist immer wieder, wie willst du einem Zeugling irgendwas erklären? Da sagst du, der ist noch zu klein, der muss wachsen. Aber du musst immer wieder feststellen, an der Persona kannst du sowieso nichts erklären. Weil die wird sich immer wieder auflösen, immer wieder auflösen. Das, was ich dir sage, ist für die Ewigkeit. Das ist kein Günther Jauch-Wissen, was zeitgebunden ist, ein Zeitgeschehensbinden, sondern das ist ewige Weisheit. Das ist top aktuell. Wenn ich jetzt mit Computer und Videospielen reden, du, dann nur, weil diese Metaphern jetzt in dieser Form möglich sind, Sachen, Zusammenhänge zu erklären, die ohne diese Geräte überhaupt nicht erklärbar wären. Verstehst du, was ich meine? Weil du wirklich wie der Geist funktioniert und jetzt ist ja, dass diese Videospiele ja Simulationen, übrigens kommt jetzt im nächsten, ist schon drin, die Sims.
Erstes Video sind die Sims. Lass dich einfach überraschen. Die sagt die Sims was, ne? Ja. Meistverkaufteste Videospiel der Welt ist ja totaler Kinderkack. Da wird einfach nur eine Familie, das ist jetzt Sims 3, gibt es mittlerweile, das heißt Simulation. Sim City ist eine simulierte Stadt, dann gibt es Sim Vergnügungspark, was übrigens sehr tief ist. Also wenn du mal wirklich Sim City, die vierte Generation, wenn du spielst, habe ich nicht, aber ich kann es jetzt trotzdem erzählen, weil ich die Dateien habe, ich rufe das alles ab. Das ist also hier, da bist du Bürgermeister einer Stadt und das sind, dass ich früher schon gesagt habe, wie bei diesen Siedler-Games, wenn jetzt die Intellektuelle sitzen und Schach spielen, dann muss ich dir sagen, die Nase rümpfen bei Videospielen. Das ist wieder so eine unendlich maßlose Arroganz von diesen Menschen, die Schach höher einsetzen wie solche angebliche Kinderkack-Videospiele. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel 1704 nehme, das ist das Siedlerprogramm, zerst einmal von der Optik. Es ist die Animation, selbst wenn du nicht spielst, nur die Inseln anschauen, die sind so liebevoll animiert. Du kannst dich reinzoomen, da siehst du die Krabben am Strand laufen. Du kannst stundenlang, wenn du Fischerboot bist, wenn die Vogel das Wasser, die Schiffe, dann springen Delfine daneben. Aber so in einer Qualität, fast so wie ein guter Zeichentrickfilm von Disney. Also total lebendig. Das ist aber nicht das Spiel. Dann kommen die Schiffchen und dann musst du das besiedeln.